Ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich zeige euch Beispiel eine Map-Installation für Ruhrau. V2, ja genau. Und das machen wir erstens, die Installation, es muss auch einfach, müsst die Payback-Add-ons besitzen. Ja. Dann kann es mal losgehen. Sonst, wir haben jetzt ein paar Ordner hier, meinen Hauptordner. Diese Teile sind Megabyte groß und ja, das müsst ihr ein bisschen beachten. Ich habe erstmal den Teil, dann habe ich den zweiten Teil, dann habe ich den dritten Teil, was kommt dann noch? Dann habe ich die ganzen noch die Sachen, die kleinen Fahrzeuge, KI. Und wie das Teil nicht runtergeladen, ey, sonst traue ich gleich drauf, ey. Hey. Okay. Okay. Ah, egal sein. So, wir fangen mal an. Wir fangen mit dem ersten Teil an. Mit der, ja, Klappe halten. Wir fangen mit dem ersten Teil an. Könnte eine schöne README. Da müsst ihr erstmal gucken, was noch benötigt wird. Sind Fahrpläne drin? So. Ja, wir fangen mal an. Und hier sind da Fahrzeuge drin. Ein paar übliche Fahrzeuge, Beispiel Solaris, die man so hat. Man muss sie nicht besitzen. Und ja, was haben wir denn da? Wir haben, den will ich nicht haben. Was hat denn da? 300? Mhm. Ich glaube, ich nehme den ja. Den. Und den, du auch, den und den. Dann will ich die ansagen. Den. Na, den will ich auch nicht haben. Dann will ich den. Doch, reicht. Die kopiert er einfach jetzt hier rein. Zeige ich euch mal hier. Gedrückt halten und hier reinschieben. Es dauert ein bisschen, ich weiß. Ruhe außen, große Karte. Aber es kommt euren Rechner, komm an. Eine SSD muss rüber, alles drauf passen. Alles wieder setzen. So, jetzt hier setzen. Super. So, fangen wir mal an. Mit den Fonts. Das haben wir schon installiert. Braucht das nicht nachher, nicht noch. So, Maps. Dann gehen wir hier unter Maps. Hier rüberschieben. Das dauert ein bisschen. Zack, reingeschmissen. Dann geht hier Textur, Ticket Packs, Trains. Also, ja, und hier rüberschieben. Was filmen wir da aus dem Bild raus zu den Bussen, die ich da was Langeweile unterwegs war. Und ja, das nächste Bild ist Windräder, wo ich ein bisschen Windrad. Mein Zug fährt da morgens, war da so morgens. Und ja, noch reinziehen, das dauert auch ein bisschen. Gucken wir, ob es laufen tut. Ja. So, reinkopiert. Den zweiten, den muss man hier noch wegtun. Den haben wir schon, jetzt müssen wir den dritten Teil holen. Aber da noch machen wir weiter. So. Ach, mein Bruder ist auch da. Ich mache ein Video. So, kopieren. Erstmal alle Sachen wegmachen. Super. Und wir filmen aus meinem Laptop. So, danke schön. Oh, das ist bei mir. Jetzt fängt er auch an zu kopieren. Dort ein bisschen und jetzt auf Ja klicken. Bei Windows 7 so, bei Überschreiben heißt es auch. Oder ersetzen, das weiß ich nicht. Ist schon viele Jahre her. Da gab es auch viele Änderungen. Das könnt ihr mir glauben, ey. Trains, Zug. Flirterzug, ja. Heißt einfach nur Flirter, Punkt. Ja, dann packen wir die alle beide rein. So, natürlich will es installieren. So, das haben wir schon installiert. Müssen noch das installieren. Und danach probieren wir den ein Tool aus. Er scannt, wie mal die, ob die Karte dann funktioniert. Dann heißt es hier klicken, eine Map Tools. Ich hoffe, habe ich hier nicht. Okay. Aber wir probieren es aus. So, wir probieren die Karte aus. Ach, Eurobahn. Die Eurobahn. Flirter 1. Wilberdessen. Ja, schöner Satzverkehr.
sind die Busse bis Wilberdessen da begrenzt. Und das heißt, Warburg, da kann der Zug nicht fahren, weil da ist die Brücke da, Bauarbeiten. Und dazu kann die Züge nicht dahin nicht hinfahren. Das heißt, Wilberdessen ist der Start. Da müsst ihr jetzt mit dem Bus konfrontiert sein. Ich weiß, es ist so ärgerlich, aber es muss so sein. Das dauert ein bisschen, wir müssen einfach nur Turbo ziehen, vielleicht ein paar Monate warten, dass wieder fertig ist. Dann könnt ihr wieder fahren. Natürlich, wo ich unterwegs war, habe ich so ein blauen Ding getroffen. Auch so ein Flirter. Auch eine andere Bauart. Manchmal auf seine Geschwindigkeit, boah, mit seinen Fahrstil. Gibt es so viele Typen von der Eurobahn? Ach, der NX, National Express von Reader's Ray. Haha. Naja, ein. Ach, das ist der letzte Zug, ey. Naja. Ach, Gott sei Dank, dass ich zu Hause bin. Ne, Wien fahren wir nicht. Ne, den fahren wir nicht. Ich bin schon Wien schon gefahren. Wir fahren kein Wien, ne? So, wo ist denn? Ruhr 2. Nein. Oh, jetzt aber. Da sieht er. So, Linien müsste eigentlich da alles drin sein. Dass ich. Ja, dazu muss ich gucken. Ich habe. Wünsche viel Spaß, ja. Danke. Fucking Depp. So, ja, Klo nicht gefunden. Ha! So, wir machen wir mal. Wir machen mal hier. Ruhrau Mitte. ZOB. Das mache ich mal. Kommen Sie hin. Machen Sie mal hin. Ich hab dich installiert, Mann. Ja, ich hab bei mir auch mal Ruhrau mal installiert hatte. Muss ich wahrscheinlich nochmal auch mal wieder installieren. Dass ihr da nicht nochmal runterladen, aber man könnte sich nochmal den Dateien USB-Stick drüber tragen, dann könnte eigentlich das eine Erleichterung, ne? Wenn ihr Ruhe haben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall. Ach, wie funktioniert? Super, ey, mega, mega nice. Jetzt guck mal. Aber jetzt bitte nicht ruckeln, okay? So, wir gucken wir mal. Wie beim Beispiel hier. Ein Bug kann ich irgendwas fahren lassen? Ich will mal was testen. Ob die Menschen schreiben wir unten mal, dass wenn die Karte installiert haben, dass ja keine Fahrpläne kommen. Ja, das ist anderen Karten Beispiel komisch, das ist auch so bekannt. Aber ja, mach jetzt hin, so, danke. Ja, lange warten, ungesund. Mercedes-Benz mit hin, ja, das ist natürlich eine Erweiterung. Das ist so eine Art. Ja, das ist natürlich so eine Art. Kann man sich auch runterladen. Das ist natürlich mit CNG, also 405er. Auch nicht so schlecht. Also, wer es auch haben möchte. Ich habe so viel Dünns installiert. Ach du Scheiße, ich habe so viel Dünns installiert. Ich habe so viel. Ich habe so viele Busse. Ich bin. Kommt nicht vorweg. Kann man Capacity? Naja. Gelenkbus können wir auch fahren, das ist ja kein Thema. Wo ist denn hier Gelenkbus? Ach da. Vier. Sind ja aktuell vier. Nehmen wir mal den ja, ne? Nehmen wir den allerletzten unten. Ach, Wojtach. Ah, egal. Ich brauche einen Faber-Untersatz. Und so. Das ist natürlich auch so. Ich hoffe ich, was sage ich meinen Spruch? Ich hoffe, ich komme an. So. So. Ach, wo ist erstmal. Ich muss mir die Hochdateien erstmal reinkopieren. Haha. müssen wir auf den Common gehen. Da muss ich auf OMSI klicken. Da muss ich hier. Fuck. So, jetzt habe ich es gefunden. Meine Herren. Ist genug gefickt hier. Ist gleich fahren, wird gleich gefahren hier. Ist gleich gefahren hier. Es wird jetzt nicht genug gefickt hier. Reinkopiert und gut ist. So. Nochmal hier rumswitchen. So. Und dann machen wir weiter. Ja, was hat er natürlich so? Das ist eine andere Bauart. Facelift hat. Das hat da so einen letzten Ibis drin. Nicht mit der Werbung. Mag ich nicht. Man kann sie jetzt noch, wenn ihr noch haben wollt, könnt ihr auch noch Winsenburg auch installieren. Ne? Hatte ich auch mal viel. Auch Winsenburg auch drauf gehabt. Hatte ganze Palette drauf gehabt. Ah, das war Zeiten. Damit habe ich noch nichts mit den Videos zum Beispiel beachtet. Hatte ich noch nicht mit den Rändern, so Sachen. Hatte nur in so einem PC, der war, ja.
Einfach so nur Horrorzeiten. Aber man hat das nicht, ne? Warten. Jetzt warten wir einfach mal, wo es platziert worden ist. Dann können wir mal ausprobieren, ob dies die Fahrplan geht. Fahren tue ich nicht. Ich will mal kurz gucken, ob es jetzt hier Fahrpläne. Man sieht hier, kann man hier, wie viel Uhr haben wir da? 0 Uhr? Oh, Kacke. Dann machen wir hier tagsüber hier. Kann man hier sehen, kann ich Fahrpläne. Okay, sieht, Fahrplan kann ich machen. Also die Hilfepfeile funktionieren auch. Seht ihr. Und ihr könnt auch schildern. Dann könnt ihr mal versuchen hier. Dann macht er einfach hier. Könnt ihr einfach hier versuchen. Und seht ihr doch. Das heißt, also sage ich mal, viel Spaß damit mit eurer Karte Ruhe auf V2. Ich hoffe mal, es hat euch so live, kann man natürlich auch so gemacht habe. Ich habe es einfach so die Sachen. Also nochmal installieren, also noch Paywall benötigt, da wird ihr noch Sachen empfohlen. Die müsst doch alle Sachen und dann kannst du schicke Karte, kannst damit loslegen. Und ja, wenn ihr beispielsweise auf dem PC Dateien haben wollt, könnt USB rüberziehen, könnt ihr auch separat auch installieren. Und jetzt, ja, das heißt, wünsche euch viel Spaß und beende ich hier.